Ja, danke. Also ich finde es sehr, sehr unfair, dass der Obama den Nobelpreis gekriegt hat und der Kissinger. Und ich meine, also das mit Drohnen, ja, und so. Also ich verstehe nicht, wieso hat der Obama den gekriegt, ja. Und Pol Pot zum Beispiel, der mit wesentlich weniger Technik, ja, also ich möchte jetzt gar nicht von Hitler reden, ja, oder von Stalin, ja, also, also wir reden hier ja vom Friedensnobelpreis. Ja, also es gibt ja auch die Diskussion, ja, also ob der Bush den nicht auch bekommen sollte. Da gibt es aber verschiedene Meinungen. Also man muss Bush ja auch Dinge zugute halten, ja. Also wenn wir jetzt beispielsweise mal sehen in Afghanistan, ja, also da hätten die Taliban Millionen, also zig Millionen, ja, von wehrlosen Opiumpflänzchen geköpft oder schlimmer noch bei lebendigem Leib verbrannt. Ja. Also das hat der Bush verhindert. Also, ja, gut, also Stalin war ja als sehr reinlich bekannt, also bekannt für seine Säuberungen. Ja, das wäre ja auch ein Kandidat gewesen. Also da gibt es so Verschiedenes. Ja. Letzte Woche sollte eigentlich eine etwas sehr interessante, wenn auch etwas kontroverse Persönlichkeit sprechen. Das war der Jürgen Elsässer, der ist leider krank geworden. Der erzählt sehr gute und interessante Dinge, aber ja. Also liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Friedensmahnwache, es gibt immer wieder Diffamierungen, in denen die neue Friedensbewegung als rechts bezeichnet wird. Um dieser Diskussion ein Ende zu setzen, hatten wir ja Jürgen Elsässer eingeladen, den Begründer der Antideutschen, einer Bewegung, deren identitäres Zentrum die alliierte Befreiung von Auschwitz und des Holocaust ist. Die Bezeichnung Antideutsch ist natürlich stark verkürzt. Und um zu vermeiden, dass mir jetzt hier Antisemitismus unterstellt wird, verwende ich hier die vollständige Bezeichnung. Und wir hätten Herrn Elsässer dann quasi begrüßt als den quasi Antiführer der antinationalen, antisozialistischen, antideutschen, Antiarbeiterpartei. Also da muss man jetzt aufpassen mit den A's, dass der dann ANASADAAP. Mit einem, und wir, also den hätte ich dann mit einem zackigen Anti-Sieg, Anti-Heil, also Niederlage Unheil quasi begrüßt. Also das Ziel ist dem Antisemitismus, der sich auch als Antizionismus und Anti-Amerikanismus tarnt, mit Stumpf und Stiel auszurotten. Jeder Antideutsche, der seine völkische Beteiligung an der deutschen Kollektivschuld eingesteht und nachweisen kann, also Arierausweis der Großeltern, ausgenommen sind natürlich Volksdeutsche, zum Beispiel Elsässer. Bei Ihnen ist das natürlich nicht notwendig. Kann bei uns antideutsches Mitglied werden. Also nicht bei mir, aber ja. Also wir verwenden, also die Antideutschen, ja, verwenden bei den Drucksachen ausschließlich die Frakturschrift, die 1939 von den Nazis verboten wurde, da sie in besetzten Gebieten als unlesbar und unverständlich galt. Ja, und also eine Herzensangelegenheit ist natürlich die Ausweitung Großisraels. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, jüdische Siedlungsgebiete Großisraels zuzurechnen. Also, wir sind daher der Ansicht, dass alle jüdischen Siedlungsgebiete Großisraels zuzurechnen sind. Zum Beispiel Europa, die US-Staaten und die Gebiete des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation von 1237. Dazu kommen natürlich auch die Bahamas. Ein Wortspiel mit einer entsprechenden Zeitung, die es mal gab. Die Absicherung des israelischen Öls zur Zeit Irak, Saudi-Arabien etc. Muss Vorrang haben. Die Amerikaner haben Deutschland ja nicht von den Nazis befreit, um die Juden zu retten, sondern um ihre Kriegskredite an England, das sonst erobert worden wäre, zu sichern. Ebenso werden die Amerikaner in 40 Jahren, wenn das Öl versiegt sein wird, keinen Finger für Israel krümmen. Wo ist Gulasch?
Also bis dahin muss für das Palästinenser- und Araber-Problem endgültig eine Lösung gefunden werden. Und Angela Merkel ist sicher also in unbeschränkter Solidarität bereit, in guter deutscher Tradition da auch so Sachen zu liefern, die da, ja. Also wir fordern unsere alliierten Befreier auf, die alphametische Bombardierung, A wie Afghanistan, B wie Bagdad und Benghazi, B wie Damaskus, E wie Ägypten fortzusetzen und alle antisemitischen bzw. anti-israelischen Staaten zu bombardieren, um sie danach unverzüglich Groß-Israel einzuverleiben. Die Grenzen verlaufen nicht zwischen oben und unten, sondern zwischen anti-deutschen und deutschen Grenzen. Daher akzeptieren die Linke nur in ihrer stalinistischen anti-deutschen Ausprägung. Klassenkampfideologie führt zum Anti-Israelismus und ist somit antisemitisch. Wir fordern daher das sofortige Verbot von sozialistischen bzw. kommunistischen bzw. Linkskopien, Punkt, Klammer auf, Linksfaschisten. Die Nazis wollten ja Berlin Germania nennen. Um unser antifaschistisches Bewusstsein zu dokumentieren, fordern wir nun die Umbenennung Berlins in Anti-Germania. Mit der ANASADAAP, also Antideutschen, für Groß-Israel in den Dritten Weltkrieg, am antideutschen Wesen soll die Welt verwesen oder so ähnlich. Ja, das war's.